Fakt ist, wenn du als Mann alleine in deinem dunklen, nach Körperflüssigkeiten riechenden Zimmer hockst, dir anschaust, wie andere Männer Frauen vögeln und dir dabei einen runterholst, dann werden genau drei Sachen in deinem Leben passieren. Sache 1, du wirst dumm. Sache 2, du wirst schüchtern, verlierst dann Ausstrahlung, wirst unattraktiv für Frauen. Und bist unfähig, Anziehung aufzubauen. Sache 3, du wirst faul und du wirst nichts in deinem Leben geschissen bekommen. Das sind die Sachen, die dir passieren werden und das werden wir jetzt uns näher anschauen. Ich wüsste kein Thema, was sich öfters von euch gewünscht wurde, als das, ja? Auch wenn in anderer Form, ja? Ihr habt immer gefragt, kommt mal was zu NoFap, kannst du deine Meinung zu NoFap sagen, funktioniert NoFap? Das hier geht nicht um NoFap. NoFap ist scheiße. NoFap ist ein Konzept, welches nicht unbedingt nicht aufgeht, aber es ist nicht das Beste. Aber da erzähle ich dir am Ende des Videos nochmal was zu. Ich möchte dir hier aufzeigen, warum Pornos dein Leben zerstören und deine Männlichkeit regelrecht auffressen. Ja? Also wenn du nach diesem Video Pornos schaust, deine eigene Schuld, dann bist du echt nicht besonders klug. Oder unkontrolliert, ja. Aber dazu sage ich dir auch noch was. Also schau das Video komplett zu Ende, mein Lieber. Lass uns anfangen. Also, die erste Sache, die der Konsum von Pornos mit sich bringt, ist, dass du schüchterner wirst. Warum? Weil du dich schämst, mit Leuten zu interagieren. Pass auf, wir müssen uns nicht lange darüber streiten, dass wenn du vor deinem PC hockst, ja, und dir Filme reinziehst, wie andere Männer Sex mit Frauen haben, die du gut findest, dass das erbärmlich ist, oder? Dass das peinlich ist, dass das keine Person mitbekommen soll. Oder willst du, dass man ein Foto von dir macht, wenn du das tust und irgendwo veröffentlicht? Wäre dir das unangenehm? Wäre dir das peinlich? Wäre dir das peinlicher, als wenn dich jemand auf dem Klo filmt? Ja klar, weil es erbärmlich ist. Ja, wir tun es zwar, aber wir tun es im Geheimen. Ja, wir wollen nicht, dass andere Personen das mitbekommen. Die nächste Frage ist, wie entsteht ein gesunder Respekt vor dir selbst? Indem du die Sachen tust, die du dir vorgenommen hast. Und du wirst niemals im Leben dir aktiv vornehmen, dir einen Porno reinzuziehen. Das wird so nicht passieren. Das ist ein Impuls. Das ist wie, als ob du dich gesund ernähren willst und dann auf einmal, weil du total Hunger verspürst, weil du diesen Impuls hast, Appetit, dass du einen Burger frisst, ja? Genau das Gleiche. Das ist keine Sache, für die du dich aktiv entschieden hast. Du hast deinen primitiven Bedürfnissen nachgegeben. Und jedes Mal, wenn du das tust, sinkt dein Respekt vor dir selber, weil du hast dir selber wieder bewiesen, du hast es einfach nicht drauf, ja? Du bist ein Mann, du nimmst dir etwas vor, und du tust es nicht. Du hast dir selber wieder mal bewiesen, dass du dich nicht an deine eigenen Regeln halten kannst. Und dadurch entsteht ja der Unglaube an dich selbst und somit eine gewisse Schüchternheit. Probier das Ganze einfach aus. Wie fühlst du dich, nachdem du dir einen runtergeholt hast? Fühlst du dich da selbstbewusst, selbstsicher? Kannst du Menschen total selbstbewusst in die Augen schauen? Oder ist das eher so ein Schamgefühl? Es ist immer dieses Schamgefühl. Das ist der erste Grund. Zweite Sache, die passiert, wenn du dir Pornos reinziehst. Du wirst dümmer, du wirst unkreativer, du wirst sozial unfähiger. Denn Pornos sind nichts anderes als Konsum. Und du musst dir merken, Konsum ist in jeglicher Hinsicht schlecht für dich. Unfassbar schlecht für dich. Konsum verdummt, ja? Und die meisten Leute wissen nicht einmal, was Konsum genau bedeutet. Die denken, das heißt, dass du dir zu viel kaufst oder so ein Schwachsinn, ja? Das ist nicht das, was mit negativem Konsum gemeint ist. Konsum wird negativ, wenn du versuchst, ein Loch auszufüllen. Beispielsweise, du kannst keine Zeit mit dir selber verbringen, also mit deinen eigenen Gedanken. Du kannst nicht still da sitzen und Spaß mit dir selber haben. Und deswegen konsumierst du irgendwelche Videos, irgendwelche Filme, irgendwelche Musik, weil du diese Stille nicht ertragen kannst. Oder anderes Beispiel, du hast heute überhaupt nicht durchgezogen. Du kannst am Ende, am Abend, am Ende des Tages nicht sagen, ich habe alles getan, was ich konnte. Du bist nicht stolz auf dich. Und das verursacht so ein Loch in dir drin.
was du füllen willst. Und die meisten Menschen füllen dieses Loch jetzt mit vielleicht ganz viel Essen, einem Burger, Fastfood, vielleicht mit einem Netflix-Film, vielleicht mit irgendwelchen YouTube-Videos oder vielleicht holen sie sich eben einen runter. Es ist alles mehr oder weniger der gleiche Scheiß, auch wenn Pornos einen noch viel schlimmeren Effekt haben. Weil was an Konsum so schlimm ist, ist, dass er deine Fantasie, deine Kreativität zerstört. Und jetzt mal eine Fangfrage an dich. Was brauchst du denn, um als Mann gut im Bett zu sein? Eine Sache, das ist Fantasie. Ich verspreche dir, wenn du keine Fantasie hast, wenn du nicht dieses Empfinden hast von wegen, was passt jetzt, was ist jetzt romantisch, was ist erotischer Natur, wenn ich das und das und das mache, wenn du dieses Verständnis nicht hast, dann bist du scheiße im Bett. Und jetzt gehen wir mal diesen Gedankengang nach. Was passiert, wenn du dich abstumpfst? Wenn du nicht einmal in der Lage bist, dir einen runterzuholen und zu kommen, ohne irgendwelche Filmchen. Du gewöhnst dich daran, dass du diese Filmchen brauchst. Und es tötet deine Fantasie. Ja? Und dann passiert was? Du wirst schlechter im Bett. Merk dir das. Wenn du Porno schaust, du wirst schlechter im Bett. Das ist eine Sache, die kannst du nicht vermeiden. Sei nicht so arrogant zu glauben, ja, aber ich kann das irgendwie differenzieren. Nein, kannst du nicht. Du hast ein Unterbewusstsein, genau wie jeder andere, egal wie self-aware, wie weit entwickelt du bist. Pornos werden dafür sorgen, dass du scheiße im Bett bist. Ja? Wir nehmen mal ein Beispiel aus einem anderen Lebensbereich. Die haben bestimmt schon mal deine Eltern gesagt, dass du lieber anstatt einen Film zu schauen, ein Buch lesen musst oder ein Hörbuch hören solltest. Deine Eltern hatten recht, was das angeht. Weil du musst deine Fantasie anstrengen, zumindest ein wenig, wenn du ein Buch liest oder ein Hörbuch hörst. Ja? Weil du machst das Ganze mit nur einem Sinn. Du musst dir immer noch diese Handlung vor deinem inneren Auge zusammen fantasieren. Das heißt, deine Fantasie geht nicht ganz flöten. Ja? Das heißt, Leute, die Bücher lesen und weniger Filme schauen, haben in der Regel mehr Fantasie, mehr Kreativität. Die sind schlauer, die sind weiterentwickelt, was das angeht. Wenn du dagegen dich die ganze Zeit berieseln lässt, dann hat dein Gehirn gar nicht die Möglichkeit, diese ganzen Sachen zu trainieren. Ja? Weil du wirst von allen Seiten voll bombardiert mit Impulsen. Und irgendwann kannst du überhaupt nicht mehr ohne diese leben. Merkst du die Parallelen? Und das Gleiche passiert, wenn du Pornos schaust, nur eben, was dein Sexleben angeht. Also, wenn du ein gutes Sexleben willst, wenn du von dir als Mann sagen willst, dass du auch nur ein bisschen gut im Bett bist, dann solltest du niemand sein, der Pornos schaut. Ernsthaft. Dritte und letzte Sache, die passiert, wenn du Pornos schaust. Du wirst faul. Der berühmte Psychologe Freud hat einmal gesagt, wir tun alles für die Pussy. Und das stimmt, wir Männer sind zu 90% von unserer Sexualität getrieben. Wir tun mehr oder weniger alles, um am Ende des Tages mehr Frauen zu bekommen, unterbewusst. Wenn du dir mal deine Motivationen genauer anschaust, sei es jetzt Anerkennung, der Drang nach Macht, dieser Geltungsdrang, was es auch immer ist, es hat zu 90% irgendwas mit Frauen zu tun. Ja? So sind wir Männer konzipiert. Das heißt, wenn du als Mann dir einen runterholst, dann hast du natürlich keine Lust mehr, Frauen zu beglücken, logischerweise. Ja? Du hast deine wertvolle Ladung schon verballert. Und jetzt hast du keine Lust mehr, das zu machen, keine Motivation mehr. Und zur Folge hat das, dass du keine Motivation mehr für gar nichts hast. Ganz einfach. Hast du schon mal von diesen ganzen Leuten, die NoFap als so eine Art Religion sehen, gehört, dass sie, sobald sie das gemacht haben, irgendwelche Businesses aufgebaut haben, sehr viel sportlicher geworden sind? Das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Klar, es ist Placebo irgendwo, aber wenn du die ganze Zeit dir einen runtergeholt hast und deine Energie verschwendet hast, deine Motivation vergeudet hast, verballert hast und dann plötzlich sich diese Motivation aufstaut, weil du NoFap machst, dann hast du am Ende des Tages viel mehr Energie und diesen Drang, etwas zu tun. Also das ist die dritte Sache, die passiert. Du wirst faul und bekommst nichts geschissen. Du hast den ganzen Tag über keine Energie. Ich denke, das spricht für sich und du wirst festgestellt haben im Laufe des Videos, dass es absolut rational keinen einzigen logischen Grund gibt, dir einen runterzuholen und dabei Pornos zu schauen.
Überhaupt keinen. Wenn du das machst, dann gesteh dir wenigstens ein, dass das eine erbärmlich schwache Impulskontrolle ist. Ja? Und als Mann, wenn du eine Sache beherrschen musst, dann ist es eine starke Impulskontrolle, dass du in der Lage bist, langfristig rational zu denken und deine inneren Triebe zu kontrollieren. Ja? Das ist der einzige Weg, wie du wirklich männlich wirst. Um die letzte Frage zu beantworten, was halte ich von NoFap? Nicht viel, weil NoFap, das bedeutet ja, dass du dir überhaupt keinen mehr runterholst, das hat irgendwann ein Plateau. Das heißt, wenn wir hier so ein Diagramm haben, so eine Aufwärtskurve, dann fängt es zuerst an, richtig intensiv sich für dich anzufühlen. Das heißt, du machst NoFap, du ziehst durch und du machst das so 4, 5, 6, 7 Tage oder auch 2 Wochen. Du fühlst dich unfassbar energetisch, unfassbar gut. Es geht immer weiter nach oben. Und dann irgendwann bleibt das Ganze oder noch schlimmer, es fällt. Einfach weil das, was du da nicht benutzt, ja, weil du hast ja gar keine sexuellen Interaktionen, dass dein Körper dir sagt, okay, du bist jetzt in einer Phase, sowas existiert nicht für dich. Ja? Also ganz vereinfacht ausgedrückt, um nicht hier irgendwie wissenschaftlich und damit langweilig zu werden. Ja? Das ist das, was dir dein Körper signalisiert. Das heißt, es geht bis zu einem gewissen Grad, aber es ist ein Plateau oder es ist eine Abwärtskurve. Ich meine, red mal mit Leuten, die sehr, sehr lange Zeit NoFap gemacht haben. Und die werden dir alle mehr oder weniger das Gleiche erzählen. Ja? Erst ist es alles pure Euphorie, es fühlt sich gut an und dann plötzlich ist so, what the fuck, was jetzt, wieso verliere ich Energie, wieso verliere ich Motivation, jetzt fühle ich mich viel, viel schlechter. Das ist so, als ob du Kaffee genommen hättest oder Booster oder irgendwas, was dich aufputscht. Ja? Erst eine Aufwärtskurve und dann wieder eine Abwärtskurve, ein Down. Was ich empfehlen würde, und ich kann das ausplaudern, weil das offensichtlich ist, das ist bei uns im Coaching einer der ersten Sachen, die du sowieso tun musst. Das ist so absolut selbstverständlich. Ja? Mach nicht NoFap, wenn du keinen Sex mit Frauen hast zwischendurch, sondern mach einfach NoPorn. Du kannst dir ruhig ab und zu einen runterholen, das ist jetzt nichts Schlimmes. Wichtig ist nur, dass du es A, ohne Pornos machst, weil das zerstört. Du hast gesehen, was das alles macht, ja? Also, ich muss nicht nochmal erklären, warum du keine Pornos gucken solltest, hoffentlich. Erstens, guck keine Pornos also. Und zweitens, masturbier dann, wenn es taktisch klug ist. Wie fühlst du dich, nachdem du dir einen runtergeholt hast? Klar, down, müde, unser Körper signalisiert uns, wir haben es geschafft, wir dürfen schlafen, wir dürfen ruhen. Das heißt, wenn du einen vollen Tag hast, wenn du was schaffen willst, dann ist es natürlich das Dümmste, was du tun kannst, dir dann einen runterzuholen. Wenn du dagegen eh schon beim Schlafen bist, dann kannst du dir von mir aus da einen runterholen. Ja? Es ist natürlich nur suboptional, es ist alles andere als optional. Hab Sex mit attraktiven Frauen, mit deiner Freundin und befinde dich gar nicht in dieser peinlichen Misere, dass du dir selber einen runterholen musst. Ja? Das ist immer die Lösung. Wenn du wissen möchtest, wie das geht, dann erster Link in der Videobeschreibung, dann klick auf den ersten Link und guck dir alle Infos zum Coaching an. Dann kannst du dich bewerben für das High Status Coaching und wir zeigen dir unter anderem auch, wie du dieses ganze Thema No Porn so handeln kannst, dass du das Maximale rausholst, dass du mit der maximalen Energie am Ende rausgehst. Und das ist nur eine Gewohnheit von ganz vielen, ja, und eine ziemlich selbstverständliche Gewohnheit, sonst würde ich dir gar nicht erst hier verraten, wie wir das genau machen, ja. Also, wenn du wissen willst, wie du ein Mann wirst, der absolute Impulskontrolle hat und es nicht mehr nötig hat, in seinem stillen Kämmerchen zu wichsen, dann erster Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns entweder im nächsten Video oder noch viel besser im High-Status-Coaching persönlich bei einem unserer Live-Calls. Mach's gut. Ciao.